Herzlich willkommen in St. Walburg. Dankeschön. Sie gehören seit 29 Jahren der klösterlichen Gemeinschaft von St. Walburg an und zeigen uns heute so ein bisschen Ihren Tagesablauf. Gerne. Es ist erst kurz nach 7 Uhr morgens, aber Ihr Tag geht schon sehr viel länger. Wann und womit beginnt er denn? Ja, seit mehr als 2 Stunden bin ich schon wach. Mein Wecker läutet 10 vor 5 und 5.25 Uhr fangen wir an mit den Laudes. Das ist das erste Gebet am Morgen. Danach folgt um 6 Uhr die Heilige Messe und danach gibt es Frühstück. Welche Bedeutung hat denn dieses viele Beten für Sie? Das Gebet ist und das Herzstück unseres Lebens hier. Dieses häufige Beten, kann das auch eintönig werden? Eigentlich ist es ein dreifaches Beten. Das persönliche Gebet geschieht immer wieder im Laufe des Tages, wenn man sich Gott zuwendet. Dann kommt dazu das Stundengebet, das den Tag nun wirklich strukturiert. Und dann gehört noch die Lectio Divina dazu. Das kann auch zur Routine werden. Und deshalb muss man immer wieder auch was dafür tun. Ich merke, wenn ich zu Exerzitien war, das ist wie so ein inneres Aufräumen oder Staubwischen, dann glänzt das wieder. Schön. Und der nächste Punkt ist auch gleich die Lectio Divina. Ja. Das Lesen der Heiligen Schrift im Stillen, eine Art Meditation, ist die Lectio Divina. Insgesamt 3 bis 4 Stunden am Tag verbringen sie mit Beten, erzählt mir Schwester Elisabeth. Aber nicht nur Gebet und Bibellesen sind für das Leben in St. Walburg wichtig. Auch tägliche Arbeiten, wie sie jeder von zu Hause kennt, müssen hier erledigt werden. Für Schwester Elisabeth heißt es heute bügeln. In einem Viererteam wird die Wäsche der Woche mit Hilfe einer Maschine gebügelt. Sie sind jetzt heute zum Bügeln eingeteilt. Ist das eine Arbeit, die Sie gerne machen, diese Hausarbeit, oder eher nicht so gerne? Ich mache es sehr, sehr gern. Es ist was ganz anderes, als was ich sonst mache, weil ich ja sehr viel mit Menschen zu tun habe. Und hier mit meinen 3 Mitschwestern zusammen zu bügeln, ist mir jeden Mittwoch eine besondere Freude. Und welche Hausarbeiten fallen bei Ihnen sonst noch an? Wir sind natürlich als Gemeinschaft auch alle an den Arbeiten beteiligt, die so im Miteinander anfallen. Jeder hat so seinen Bereich, den er putzt. Ich habe einen ziemlich langen Gang, den ich putze. Und dann sind auch bei den Spüldiensten in der Küche alle eingeteilt. Seit 2002 ist Schwester Elisabeth auch für die Ausbildung der Novizinnen verantwortlich. Im Noviziatszimmer gibt es die Möglichkeit zu lesen, sich für den Unterricht vorzubereiten und Gespräche mit Schwester Elisabeth zu führen. Auf dem Stundenplan steht zum Beispiel die Regel des heiligen Benedikts, die Geschichte des Ordens oder auch Latein. Schwester Columba hat vor einigen Wochen ihre zeitliche Profess abgelegt. Heißt, sie hat jetzt noch 3 Jahre Zeit, um eine endgültige Entscheidung zu treffen. Jeder Weg ist einzigartig und das ist was unwahrscheinlich Kostbares. Auch Frauen, die sich entschließen, wieder in die Welt zurückzukehren, einen anderen Weg zu gehen, können sehr viel mitnehmen aus dieser intensiven Zeit hier. Sie machen das jetzt schon sehr lange Zeit, haben viel Erfahrung. Merken Sie das denn, wenn jemand kommt, ob er dabei bleibt oder ob er womöglich wieder abspringt? Zunächst geht es darum, ob dieses Einleben hier gelingt, ob das der richtige Platz ist. Das ist zunächst ein ganz wichtiges Kriterium, dass man merkt, die reifen hier, die wachsen hier, die blühen hier auf. Das ist ihr Zuhause, das Leben passt für sie. Und dann ist es natürlich immer auch eine Entscheidung, dieses Leben wirklich dann zu wählen und auch durchzuhalten. Und das ist eigentlich ein Abenteuer, was viel auch mit unserer Freiheit zu tun hat. Wir sind freie Menschen, wir können uns auch abwenden, selbst wenn alles passt und stimmt. Wenn eine Schwester, die Sie begleitet haben, dann die ewige Profess ablegt, wie ist das für Sie? Sind Sie da auch ein bisschen stolz dann? Ja, wir hatten jetzt im September diesen Jahres eine ewige Profess, die Schwester Martina. Und das ist für mich eine ganz besondere Freude, wenn eine diesen Weg so geht. Ich wollte Ihnen gern noch einen unserer Bibliotheksräume zeigen. Ich helfe auch unserer Bibliothekarin bei dem Arrangement der Bücher und beim Katalogisieren. Wir haben die Bücher auch digitalisiert. Wir haben insgesamt im Haus ungefähr 35.000 Bände. Benediktiner, Benediktinerinnen sind Buchmenschen. Bücher gehören für uns dazu. Das sind unsere Wurzeln, diese Bücher sind wichtig für uns. Und deshalb wurden zu allen Zeiten in Klöstern Bücher anfangs sogar geschrieben, aufbewahrt, das Erbe, das kostbare Erbe der Geschichte. Und so haben wir bis heute große Bibliotheken. Wie war denn Ihr Weg ins Kloster? Ich habe zunächst die Antworten in der Naturwissenschaft gesucht. Ich habe nach dem Abitur Physik studiert, auch abgeschlossen
Und die Physik hat mich eigentlich auch näher zur Theologie, zur Philosophie geführt, weil ich sie als Schöpfung erkannt habe. Diese wunderbare Natur, dieses Universum im Großen. Ich selbst war im Bereich der Quantentheorie eher tätig, habe mich damit beschäftigt. Also die Welt im Kleinen, das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Aber letzte Antworten geben die Naturwissenschaften nicht. Und so habe ich nach dem Physikstudium, bin ich hier nach Eichstätt gekommen und wollte ja eigentlich Theologie studieren, habe dann aber das Kloster St. Walburg kennengelernt und das war für mich eine Liebe auf den ersten Blick. Ich wusste, das ist der Ort, wo ich leben möchte, wo ich hingehöre und bin dann hier eingetreten. Was war so dieses, wo Sie sagten, da gibt es für mich auch keinen Zweifel. Ich möchte das werden, ich verzichte auf Karriere in der Physik vielleicht, auf eine eigene Familie. Für mich war so ein ganz prägendes Moment immer diese Gottsuche. Mir ging es um Gott und ich wusste, mit diesem Leben kann ich Gott in die Mitte stellen. Mittlerweile ist später Nachmittag und Schwester Elisabeth kehrt nun in ihre klösterliche Gemeinschaft zurück. Die Schwestern treffen sich jetzt zur Vesper, dem Abendgebet.